Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir beschäftigen uns heute etwas mit der speziellen Relativitätstheorie, insbesondere mit der relativistischen Masse, also der von der Geschwindigkeit abhängigen dynamischen Masse. Wir werden uns Einsteins berühmte Formel E ist gleich mc² anschauen und wir werden auch detailliert uns den Lorentz-Faktor Gamma anschauen, der uns das Verhältnis angibt, wie die Masse zuwächst. Und wir werden auch einige Rechenbeispiele durchgehen, zum Beispiel, wenn unsere Relativgeschwindigkeit 10% der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Wir werden sehen, dass die relativistischen Gleichungen in den klassischen Fall übergehen für kleine Geschwindigkeiten. Und außerdem wollen wir noch ein praktisches Beispiel berechnen, wenn wir mit einem sehr schnellen Auto an einem ruhenden Beobachter vorbeifahren, um wie viel dann seine Masse scheinbar anwächst. Viel Spaß dabei! Erstens müssen wir uns den Begriff der Relativgeschwindigkeit anschauen. Wir stellen uns mal vor, wir stehen am Bahnsteig, trinken unseren Kaffee ganz entspannt und sehen einen Zug vorbeifahren. Ein Zug, in dem unser Zwilling sitzt. Der Zug hat eine konstante Geschwindigkeit v. Dann sagen wir, ja, wir haben unseren Zwilling gesehen, der hat die Geschwindigkeit v. Er sitzt ja damit im Zug. Unser Zwilling, der im Zug ist, sitzt auch ganz entspannt, trinkt seinen Kaffee, muss noch nicht aussteigen und sagt, nee, ich habe mich nicht bewegt, ich sitze ganz in Ruhe da und du bist an mir vorbeigerauscht mit der Geschwindigkeit v. Wer hat jetzt also recht? Es haben beide recht, denn die Geschwindigkeiten sind relativ. Ja, der Beobachter sieht den anderen mit einer Relativgeschwindigkeit v. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Inertialsysteme, die sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v zueinander bewegen. Einstein hat Anfang des 20. Jahrhunderts postuliert, dass für jedes Inertialsystem die Grundgesetze der Physik gelten sollen. Okay, gut. Ein zweites Postulat ist noch, dass die Lichtgeschwindigkeit c, also die Ausbreitung von Licht im Vakuum, eine Konstante ist. Das heißt, diese ist für jeden Beobachter gleich groß. Ich kann immer aufschreiben, c ist gleich 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Die Lichtgeschwindigkeit ist universell. Sie ist für jeden Beobachter gleich groß, in jedem Inertialsystem. Das heißt also, es ist auch egal, ob ich das Licht aus meiner Taschenlampe, ob ich noch die Taschenlampe bewege oder nicht. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist gleich. Dies bringt einige Konsequenzen mit sich. Zum Beispiel, dass die bewegte Masse für den Beobachter größer wird. Wir haben also eine dynamische Masse. Wie können wir uns das vielleicht anschaulicher vorstellen? Wir können mal sagen, wir geben einer Masse eine sehr hohe kinetische Energie. Geschwindigkeit zum Quadrat. So kennen wir das aus der Klassik. Wenn wir das mal nach der Geschwindigkeit umstellen, ja, dann ist das zweimal die kinetische Energie geteilt durch die Masse und daraus die Wurzel. Wenn wir nun eine sehr kleine Masse haben, zum Beispiel nehmen wir ein Elektron und eine sehr hohe kinetische Energie, es könnte zum Beispiel eine sehr große Beschleunigungsspannung durchlaufen, dann könnte es eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen, denn im Zähler ist eine große Zahl, im Nenner eine sehr kleine Zahl. Wir haben also insgesamt dann eine sehr große Zahl. Das heißt, es könnte passieren, dass die Geschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit wird. Und das darf aber nicht sein. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung ist, dass eine dynamische Masse, also eine Masse, die von der Geschwindigkeit abhängt, entsteht, wenn wir einen Beobachter und ein zu ihm relativ bewegtes, gleichförmiges System haben. Und diese dynamische Masse oder auch relativistische Masse ist die Ruhemasse mal einem Faktor. Und dieser Faktor ist der Lorentz-Faktor Gamma. Das heißt also, ich als ruhender Beobachter am Bahnsteig sehe die Masse meines Zwillings im Zug größer. Und das Verrückte ist, dass der Zwilling von mir,
der ja im Zug ganz entspannt sitzt und mich sieht mit einer Geschwindigkeit, weil für ihn ruht er und ich bewege mich mit einer Relativgeschwindigkeit, für ihn habe ich eine größere Masse. Das ist das Prinzip der Relativität. Man könnte es auch noch weiter treiben. Diese Effekte treten nicht nur bei der Masse auf, sondern auch bei der Länge und bei der Zeit. Das heißt, ich sehe meinen Zwilling verkürzt und gleichzeitig sehe ich seine Zeit gedehnt. Und das ist auch durch diesen Proportionalitätsfaktor, den Lorentz-Faktor, verknüpft. Wir wollen uns heute aber auf die dynamische relativistische Masse beschränken und uns dafür einige Rechenbeispiele anschauen. Das Interessante ist, wie der Lorentz-Faktor aussieht. Der Lorentz-Faktor ist 1 durch Wurzel aus 1 minus Relativgeschwindigkeit durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ja, wir können das mal aufzeichnen. Wir zeichnen uns Gamma auf und an die x-Achse können wir zum Beispiel v durch c eintragen. Das heißt also die Relativgeschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir ganz kleine Geschwindigkeiten haben, dann wäre dies 0 und größtmöglich wäre ja 1. Dann wäre nämlich die Relativgeschwindigkeit genau die Lichtgeschwindigkeit. Ja, wenn wir hier also sowas eintragen wie 0,1 oder 0,9, dann würde das bedeuten, wir haben hier 10% der Lichtgeschwindigkeit und hier bewegen wir uns relativ mit sogar 90% der Lichtgeschwindigkeit. Ja, wie sieht dieser Verlauf aus? Dazu mache ich hier mal eine imaginäre Linie. Und das ist der Verlauf des Lorentz-Faktors. Wir können auch hier noch zwei andere Achsen heranschreiben. Zum Beispiel können wir hier heranschreiben die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Einfach nur für die bessere Vorstellung. Die Lichtgeschwindigkeit wäre ja 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und 10% davon wären dann 3 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde, beziehungsweise 90% wären 2,7 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Viele merken sich auch so, dass die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Wir können also auch noch eine dritte Achse einzeichnen. Ja, das ist alles immer der gleiche Wert, nur mit unterschiedlichen Einheiten. Also V in Kilometer pro Sekunde können wir auch machen. Dann hätten wir bei der Lichtgeschwindigkeit 300.000. 10% davon wären 30.000. Und 90% wären 270.000. Wir können uns gleich mal ausrechnen, wie stark denn unsere Masse zunimmt, wenn wir zum Beispiel 10% der Lichtgeschwindigkeit als Relativgeschwindigkeit haben. Bevor wir das machen, kommen wir aber noch zu Einsteins berühmter Formel E ist gleich mc². Und in dieser Formel steckt eigentlich sehr viel Information. Bis jetzt war es ja für uns so, Energie ist vorhanden, wenn wir entweder potenzielle Energie oder kinetische Energie haben. Bei der potenziellen Energie muss eine Höhe vorhanden sein und bei der kinetischen Energie eine Geschwindigkeit. Nun steht aber hier, dass wir selbst eine Energie haben, wenn wir keine Geschwindigkeit haben und auch keine Höhe. Einfach nur, weil eine Masse da ist, eine Ruhemasse, M0 nennen wir Ruhemasse, können wir ein Energieäquivalent, die Ruheenergie, ausrechnen. Und das war neu. Die allgemeine Formel, E ist gleich mc², bezieht sich auf die relativistische bzw. dynamische Masse. Das heißt, diese Formel können wir auch schreiben als Gamma mal m0, das ist ja genau die dynamische Masse, mal c². Gut, wir haben also verstanden, jede ruhende Masse kann einer Energie zugeordnet werden. Und es gibt eine dynamische Gesamtenergie. Naja, dann wäre ja praktisch
Die Differenz davon von der Gesamtenergie minus der ruhenden Masse, also der Ruheenergie, wäre dann die kinetische Energie. Und die kinetische Energie, also E minus E0, ist dann für den relativistischen Fall, E ist ja Gamma mal E0, minus E0, das ist ja dann sowas wie Gamma minus 1 mal E0. Jetzt kann die Frage kommen, ja, wann muss ich denn nun klassisch rechnen und wann relativistisch? Und das Gute ist, dass die relativistischen Formeln im Grenzfall in die klassischen Formeln übergehen. Und das können wir mal als Tabelle einfach gegenüberstellen. Was meinen wir denn eigentlich mit klassischer Rechnung? Die Klassik, das ist die Newton'sche Mechanik. Also wenn wir geringe Geschwindigkeiten haben. Schreiben wir mal auf, Klassik. Also Newton und relativistisch. Einstein. So, machen wir eine Tabelle. Also relativistisch müssen wir rechnen, wenn wir große Relativgeschwindigkeiten zwischen den zwei Systemen haben. Das heißt also klassisch können wir rechnen, wenn die Geschwindigkeit, die Relativgeschwindigkeit klein ist. Also wenn V gegen 0 geht. Was passiert denn dann mit unserem Lorentz-Faktor Gamma? Ja, da setzen wir einfach mal V ist gleich 0 ein. 0 durch etwas ist 0, zum Quadrat ist 0, 1 minus 0 ist 1, Wurzel aus 1 ist 1, 1 durch 1 ist 1. Dann wird Gamma also 1. Relativistisch, das heißt, wir haben hohe Energien, also V nähert sich an die Lichtgeschwindigkeit c an. Was passiert dann mit dem Lorentz-Faktor? Wir setzen also ein, V ist gleich c, dann steht hier c durch c. Ist 1, zum Quadrat ist 1, 1 minus 1 ist 0 und 1 durch 0 geht gegen unendlich. Das heißt, Gamma, der Lorentz-Faktor, wird für V, geht gegen 10, unendlich groß. Was bedeutet das aber für unsere Masse? Wir wissen ja, die dynamische Masse, das ist ja genau Gamma mal unserer Ruhemasse. Ja, im klassischen Fall Gamma gleich 1. Einmal m0, also da ist auch unsere dynamische Masse nur so groß wie die Ruhemasse. Im relativistischen Fall jedoch haben wir hier stehen unendlich mal m0. Unsere relativistische Masse wird also unendlich groß. Wir können uns das auch noch anschauen für die Energie. Die Energie war ja Gamma mal der Ruheenergie. Ja, im klassischen Fall hätten wir wieder 1 mal e0, also da ist dann die Gesamtenergie entspricht der Ruheenergie. Und für den relativistischen Fall wird unsere Energie unendlich groß. Ja, dann würde hier wieder stehen unendlich mal E0. Dann können wir uns das auch noch für die kinetische Energie anschauen. Das war ja sowas wie Gamma minus 1 mal E0. Naja, wenn Gamma 1 ist, dann steht hier 1 minus 1 ist 0, also unsere kinetische Energie 0. Und im relativistischen Fall hätten wir ja unendlich, minus 1 ist unendlich, mal E0, also wird diese unendlich groß. Nun kann ja jemand sagen, okay, du hast jetzt für den klassischen Fall V gleich 0 eingesetzt, dann ist ja klar, dass die kinetische Energie 0 ist, wenn wir keine Geschwindigkeit haben. Aber wir haben doch auch beim klassischen Rechnen kinetische Energie, wenn wir uns bewegen, wenn wir einen Ball werfen, wenn wir mit dem Auto fahren. Die kinetische Energie ist ja nicht 0. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, wenn wir nicht V gegen 0 gegenlaufen lassen, sondern einfach nur klein werden lassen. Also wir lassen V klein werden, aber nicht 0 werden. Dann können wir die kinetische Energie über eine Reihenentwicklung bestimmen. Das wären jetzt zwei, drei Zeilen Mathematik. Für die, die etwas tiefgehender interessiert sind und das nachvollziehen möchten, werde ich die Formel jetzt herleiten. Wenn man das jetzt nicht ganz komplett versteht, da war die Kreide weg,
Ist nicht schlimm, aber beim Ergebnis können alle wieder einsteigen, denn das ist dann doch interessant. Da mache ich hier mal kurz Platz. Also nochmal, wir wollen uns jetzt die kinetische Energie herleiten für sehr kleine Geschwindigkeiten, also für den klassischen Fall. Im Allgemeinen kann man eine Funktion f von x, die kann ganz kompliziert aussehen, kann man als eine Reihenentwicklung aufschreiben. Also das sieht dann so aus, das ist die Summe von n gleich 0 bis unendlich, die n-te Ableitung von f an der Stelle 0 mal x hoch n durch n Fakultät. Das ist die Reihenentwicklung allgemein einer Funktion f von x für kleine Werte x. Das nennen wir Taylor-Entwicklung. Wenn wir das mal aufschreiben, dann wäre das sowas wie zuerst die Funktion an der Stelle 0, also die Nullstelle, plus die erste Ableitung von der Funktion an der Stelle 0 mal x, plus zweite Ableitung der Funktion an der Stelle 0 mal x² durch 2 und Terme höherer Ordnung. Wenn wir jetzt nur die ersten beiden Summanden verwenden, dann haben wir x nur mit Exponent 1 dastehen, dann haben wir sozusagen eine Linearisierung der Funktion. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Linearisierung zuerst für Gamma. Wir entwickeln also diese Reihe für Gamma. Wir können also hinschreiben, Gamma. Und was würde denn heißen? Das Argument ist kleiner 1. Naja, wir schreiben uns einfach mal Gamma als Gamma von v durch c Quadrat auf. So. Und wenn wir hier haben, v durch c Quadrat wird sehr klein. Naja, das bedeutet ja genau, dass v klein wird. Und das ist ja das, was wir jetzt zeigen wollten. So, dann führen wir das mal aus. Zuerst brauchen wir die Nullstelle. So, wir setzen also v durch c Quadrat als 0. Dann steht da 1 minus 0 ist 1, Wurzel aus 1 ist 1, 1 durch 1 ist 1. Das ist also der erste Summand. Der zweite Summand, da brauchen wir die Ableitung von Gamma. Naja, das Gamma, das kann man auch anders schreiben. Die Wurzel im Nenner, die kann man auch schreiben als hoch minus 1/2. Dann würde das so dastehen, 1 minus v durch c Quadrat hoch minus 1/2. Das ist jetzt das Gleiche, nur anders geschrieben. Und dann kann man nämlich einfacher die Ableitung bilden. Gamma Strich, das ist dann der Exponent als Faktor davor geschrieben und unsere Funktion. Exponent minus 1, also wird dann minus 3/2. Und wir brauchen noch die innere Ableitung. Vor dem v durch c Quadrat steht ein minus 1, wir haben also ein Plus. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen die erste Ableitung an der Stelle 0 nehmen. Das heißt also, wir setzen wieder v durch c Quadrat ist 0, dann steht hier 1 minus 0 hoch irgendwas ist 1 und 1 mal 1/2 ist 1/2. So, also dieses Plus, erste Ableitung an der Stelle 0 ist 1/2. Und unser Funktionswert x, na, den hatten wir ja gesetzt als v durch c Quadrat. Man kann auch v Quadrat durch c Quadrat schreiben. Wir haben jetzt unseren Faktor Gamma, den Lorentz-Faktor, linearisiert. Dann steht da, Ekin ist gleich. Linearisiertes Gamma ist 1 plus 1/2 mal v Quadrat durch c Quadrat. Dann kommt minus 1 und das mal E0. 1 minus 1 kürzen sich raus, diese Summanden. Und E0 können wir ja schreiben als M0 mal C². Dann steht noch da, 1/2 mal V² durch C² mal M0 mal C². C Quadrat können wir kürzen. Und dann steht da, Ekin ist gleich 1/2 mal V Quadrat E0. Und wir sehen, das ist genau die kinetische Energie
so wie wir sie aus der Klassik kennen. Und das ist doch toll. Und dann können wir jetzt hier in die Tabelle eintragen, im klassischen Fall. Für Geschwindigkeiten, die klein sind, aber nicht ganz null sind, beträgt die kinetische Energie m0 halbe v Quadrat, genauso wie wir es kennen. Das ist doch wunderbar. Also wie klein muss denn v sein, dass ich einfach die klassischen Gleichungen nehmen darf? Und dafür nimmt man in vielen Büchern den Wert, wenn v kleiner ist als 10% der Lichtgeschwindigkeit, darf man klassisch rechnen. Wir können das ja mal im Diagramm einzeichnen. Ich schreibe mal hier jetzt ein k ran. Und wenn die Geschwindigkeit größer ist als 10% der Lichtgeschwindigkeit, dann soll man relativistisch rechnen. So, also für diesen ganzen Teil, ne, kann natürlich bis hier hinten gezogen werden, relativistisch. Da kann natürlich die Frage aufkommen, naja, was haben wir denn für Werte bei 10% der Lichtgeschwindigkeit? Also wie groß ist denn da meine Massenzunahme, dass man sagt, okay, ab diesem Wert relativistisch, darunter klassisch. Und das rechnen wir jetzt einfach mal aus. V ist gleich 0,1 mal c. Dann ist unser Gamma ja genau 1 durch Wurzel aus 1 minus v durch c ist 0,1, zum Quadrat ist 0,01, also ein Teil von 100. Und jetzt steht hier 1 minus 1, ein Teil von 100. Naja, und das wären 99 Hundertstel. Also können wir gleich hier in die Wurzel schreiben, Wurzel aus 99 Hundertstel. Naja, und das ist dann sowas wie 1,005. Aha, wir wissen also dann, unsere dynamische Masse ist dann Gamma mal unsere Ruhemasse. Wir können ja mal sagen, unsere Ruhemasse ist 100 Kilo. Die relativistische Masse ist Lorentzfaktor mal unser m0. Das haben wir jetzt als 100 Kilogramm festgelegt. Und wir haben dann eine Masse von, naja, 100,5 Kilogramm. Das heißt also, unser Massezuwachs, wir können ja mal m plus nennen, das wäre jetzt Masse minus Ausgangsmasse. Ja, das wäre 100,5 minus 100 Kilogramm. Das wären also 500 Gramm. Das entspricht also genau 0,5%. Ne? Von 100 Kilo wäre 1% 1 Kilogramm, 500 Gramm die Hälfte. Also das entspricht 0,5% von m0. Schauen wir uns doch mal eine größere Geschwindigkeit an. Wir fliegen jetzt mal mit 0,9 v durch c, also mit 90% der Lichtgeschwindigkeit relativ zu einem Beobachter. V ist gleich 0,9 mal c. Naja, setzen wir ein, Gamma. 0,9 ist v durch c, 0,9 zum Quadrat ist 0,81. 1 minus 0,81 sind sowas wie 100 Hundertstel minus 81 Hundertstel, also 19 Hundertstel. 1 durch Wurzel aus 19 Hundertstel. Naja, und das ist sowas wie 2,3. Wie viel würden wir denn dann wiegen? Ja, wir sagen wieder, wir würden Ruhemasse, unsere Ruhemasse ist 100 Kilogramm. Wir hätten also dann eine dynamische Masse von 230 Kilogramm. Unser Zuwachs, also unsere dynamische Masse minus unsere Ruhemasse, ist 130 Kilogramm. Also wir haben einen Anstieg von 130%. Ja, und was wir jetzt hier im Diagramm sehen, ist, dass wir uns ja erst hier befinden, bei Gamma ist gleich 2,3, also hier so. Und was dann passiert, ist, dass es dann erst richtig losgeht.
Also erst bei richtig, richtig hohen Geschwindigkeiten, über 90% der Lichtgeschwindigkeit, da nimmt die Masse dann rasant zu. Und das Interessante ist, dass wir ins Unendliche wachsen mit der Masse. Und das hat auch eine weitreichende Konsequenz. Denn hier steht sozusagen, dass wir niemals mit Lichtgeschwindigkeit reisen werden und wir werden niemals ein massebehaftetes Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit bringen können. Denn, um das anschaulich zu erklären, um eine Masse zu bewegen zu können, brauchen wir Energie. Wenn nun aber die Masse ins Unendliche wächst, dann bräuchten wir auch unendlich viel Energie. Wir bräuchten unendlich viel Energie, damit die Geschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit erreicht. Und das ist nicht möglich. Es könnte auch ein Mathematiker kommen und sagen, na, man sieht es ja in der Formel. Ja? Also, das ist jetzt anschaulich erklärt. Wir sehen es aber auch schon hier in Gamma, denn wenn V gleich C wird, dann steht da 1 durch 0. Und 1 durch 0 ist nicht lösbar, nicht definiert. Das heißt also, wir werden nie mit Lichtgeschwindigkeit eine Masse bewegen können. Okay, jetzt ist aber die Frage legitim, naja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Geschwindigkeiten, die wir wirklich reell hier erreichen können, wie groß ist denn dann der Effekt? Also wenn wir zum Beispiel ein sehr schnelles Auto nehmen, was an uns vorbeifährt, mit einer Person darin, wie groß steigt denn da die Masse der Person an? Auch wenn wir wissen, es ist vernachlässigbar klein. Und da könnten wir sagen, wir haben jetzt mal ein Auto und fahren mit 360 km/h. Wir nehmen jetzt mal einen Bugatti und wollen wissen, diese Person, die da drin sitzt mit 100 Kilogramm, wie viel Masse mehr die für uns hat als ruhender Beobachter. Und das rechnen wir jetzt noch kurz durch. Da haben wir nämlich genau 100 Meter pro Sekunde. Wir rechnen also Gamma aus. Gamma ist gleich 1 durch Wurzel aus 1 minus 100 Meter pro Sekunde durch 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde für die Lichtgeschwindigkeit und das müssen wir noch ins Quadrat setzen. Und dann haben wir 1,000000 und an der 14. Stelle eine 6. Rechnen wir jetzt einfach mal Gamma minus 1 und dann haben wir, das schreibt sich besser, 6 mal 10 hoch minus 14 stehen. Wir können also rechnen, unsere Masse ist ja unsere Masse m0 mal Gamma. Unser Massezuwachs war ja m minus m0, also das ist ja genau Gamma minus 1 mal m0. Also 6 mal 10 hoch minus 14 mal 100 Kilogramm. Na, wir haben ja angenommen, die Person wiegt 100 Kilogramm. Okay, 100 Kilogramm, das sind 10 hoch 2 Kilogramm, wären 10 hoch 5 Gramm. Ich schreibe das hier nochmal auf. Mal 10 hoch 5 Gramm. Also 10 hoch 5 Gramm sind 100 Kilogramm. So, und wenn wir das zusammenfassen, minus 14 plus 5 macht minus 9. Dann haben wir 6 mal 10 hoch minus 9 Gramm. Und das kann man als 6 Nanogramm schreiben. Das heißt also, wenn wir mit einem Auto mit 360 km/h fahren, und 100 Kilogramm wiegen, dann ist unsere Masse für einen ruhenden Beobachter um 6 Nanogramm erhöht worden. Also wir wiegen dann 100 Kilogramm und 6 Nanogramm für den ruhenden Beobachter. Das heißt also, unser Massezuwachs ist circa das Gewicht von 2 bis 3 Zellen. Ja, und das ist doch mal ganz interessant zu wissen. Klar, wir wussten, es ist vernachlässigbar klein. Aber jetzt haben wir eine Idee, wie klein es ist.
Ja, und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Ich hoffe, es war gut verständlich, interessant und bis zum nächsten Mal.